Nachmittag. Wir würden dann jetzt weitermachen, etwas Verspätetes, aber auch mit einem etwas anderen Podium als geplant. Sie von Damen konnten leider spontan nicht kommen. Deswegen haben wir die Podiumsaufteilung ein bisschen geändert. Ich werde die Moderation machen. Ich bin Martha Dörfler. Ich war ja vorhin schon mal hier. Ich arbeite auch für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mit mir sitzen Katalin Genburg und Francesca Bria auf dem Podium, die ich jetzt auch direkt vorstellen würde. Francesca Bria ist Chief Technology and Digital Innovation Officer in Barcelona. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Beratung von öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen in dem Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovationspolitik. Francesca arbeitet im Nesta Innovation Lab und ist dort als EU-Koordinatorin des Decent-Projekts tätig. Sie ist in weiteren Programmen für die Europäische Union involviert und ist studierte Sozialwissenschaftlerin, spezialisiert auf Innovationsökonomie. Dazu hat sie einen Doktortitel vom Imperial College in London, wo sie als Forscherin und Dozentin tätig war. Francesca ist außerdem Mitglied des Internet of Things Council und Beraterin der Europäischen Kommission für die Zukunft des Internets und Smart City. Und darüber hinaus ist sie auch Mitglied der EU-Expertengruppe für Open Innovation. Und sie ist auch Mitglied des europäischen Forschungsclusters des Internet der Dinge. Darüber hinaus ist sie in verschiedenen sozialen Bewegungen tätig, die sich für Open Access, Open Data und dezentrale Technologien zum Schutz der Privatsphäre einsetzen. Herzlich willkommen, Francesca. Katalin, noch einmal weiter. Ist Stadtforscherin und hat bis 2014 an der Technischen Universität in Berlin studiert, genauer am Center for Metropolitan Studies. Im Oktober 2016, also jetzt gerade, wurde sie für die Linkspartei in das Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt. Ihre parlamentarische Arbeit dort wird sich hauptsächlich darauf konzentrieren, auf die Themen Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City. Seit über 4 Jahren beschäftigt sie sich auch jetzt mit Fragen rund um Smart City und fragt sich, wie man aus einer linken Perspektive Antworten auf die drängenden Fragen, die sich rund um das Thema ergeben, wie man da Antworten finden könnte, aus einer linken Perspektive. Und ich gehe davon aus, sie ist davon überzeugt, wir müssen diese Antworten bald finden. Ja, und dann würde ich denken, fangen wir an. Katalin, du zuerst. Was bedeutet für dich Smart City und was denkst du, was ist in diesem Zusammenhang am wichtigsten, worüber müssen wir da als erstes sprechen? Na, also erstmal auch von mir ein herzliches Hallo und in dieser neuen Aufteilung hier. Wenn man über Smart City redet, muss man, finde ich, erstmal klar bekommen, dass das ja ein relativ neuer Terminus ist. Also als ich vor 4 Jahren meine letzte Hausarbeit an der Uni schrieb, da war das irgendwie naheliegend, sich mit diesem Thema Smart City auseinanderzusetzen, weil das ging schnell und es war relativ schnell auch die Kritik an dem Thema zusammengetragen, weil, werden wir heute auch noch mal ein bisschen erörtern, worum es eigentlich geht, aus einer linken Perspektive, die ja vor allem immer Teilhabe an Stadt und eine soziale Stadt vor Augen hat, ist das Thema relativ schnell umrissen und verrissen, muss man einfach auch sagen. Das startete also ein bisschen so als Modewort, dass also auch in der Politik viele Leute mal sagten, ach komm, das geht wieder vorbei, das ist jetzt nur so eine Etappe und dann haben wir es geschafft. Und es war aber nicht so. Und ich habe relativ schnell gedacht, wir müssen dazu irgendwie was machen. Und es zeigte sich immer mehr, dass immer mehr vor allem Konzerne Broschüren, Hochglanzbroschüren rausgaben mit den Erklärungen, wie man jetzt eine smarte City machen könnte. Damals witzelten wir noch ein bisschen, dass es demnächst Gelsenkirchen sich als Smart City benennen würde. Und der Witz ist, dass es im letzten Jahr tatsächlich Gelsenkirchen erklärt hat, Smart City sein zu wollen. Und daran merkt man sehr gut, also Gelsenkirchen ist eine sehr kleine Stadt, eine schrumpfende Stadt in Westdeutschland. Und daran sieht man, wo der wahre Kern eigentlich liegt, nämlich
dass wir es mit einer neuen Form der unternehmerischen Stadtpolitik zu tun haben, die ja Margit Meyer schon in den 90er Jahren sehr treffend beschrieben hat, also Standortkonkurrenz. Städte geben sich Leitbilder, um damit gegeneinander in Wettbewerb zu treten und sich gegenseitig die Leute wegzunehmen, natürlich vor allem die besser verdienenden. Das Ganze gipfelte dann ja auch vor ein paar Jahren in der Creative Class Debatte, die Richard Florida vorantrieb, und die Frage, wie man die kreative Elite in die Städte locken kann. Dann hatten wir das Ganze überstanden, diese Debatten, die Creative Class Debatte, die Saskia Sassen Global City Debatte, und plötzlich kommt diese Smart City Debatte ins Haus geflattert. Und ich glaube, wir müssen uns das sehr genau anschauen und genau in diesem Kontext der neoliberalen Stadtwahrnehmung, Stadtproduktion vergegenwärtigen. Und dann kann es natürlich nicht sein, dass man sagt, wir wollen das irgendwie abschaffen, weil abschaffen ist immer so eine Sache, wenn es schon mal da ist, sondern wir müssen natürlich linke Antworten darauf finden. Und genau das ist so ein bisschen die Frage, wie bekommen wir eigentlich Teilhabe, oder ist es eigentlich eine linke Antwort auf die neoliberale Form der Stadtproduktion, die Smart City heißt, und den Ausverkauf, die Privatisierung von städtischen Infrastrukturen, kann eine Antwort darauf eben die Teilhabe anstatt nur sein und die Frage von Rekommunalisierung öffentlicher Infrastrukturen durch auch Teilhabe von Menschen. Und das ist die spannende Frage, das ist natürlich immer noch sehr abstrakt, aber das ist ein Anfang und ja, vielleicht soweit erstmal. Dankeschön, Katalin. Francesca, what do you think, what is... What do you think, what are the main points in the context of smart city that we have to talk about first? Well, good evening everyone. First of all, thank you very much. Thanks to the organizer for having me here. And it's a pleasure to meet all of you. I think, let me start by saying why I'm in Barcelona and why I have my job and why I'm in Italia in a Catalan government. I think I want to give a little bit of background. And I also don't know how many of you are really familiar with what's happening in Barcelona right now. So I think it's good to kind of contextualize what I'm doing. So 1 year and a half ago, Ada Colau, which used to be the leader of one of the largest popular movements in Europe, which is a movement advocating for rights to the home, rights to the house as a right to the city, and in particular defending people that couldn't pay the mortgage after the financial crisis in Spain, where there was like a really big part of the behavior of the bank and financial speculation and the property market crash. She was representing this very large movement that was physically opposing eviction, and many people in Spain, thousands of families that left without a home. She was elected into power. She became the mayor of Barcelona with this platform of popular movement when she was decided that she was going to run for election, because occupying the institutional space was going to be the answer to a very big social crisis. And I think also a response to what it was, a real crisis of legitimacy of the political and financial elite that was governing Spain, and that really created a very big social crisis. And so now she's in power, and there is a pretty radical government in Spain, in Barcelona, and she was elected mayor together with a network of cities in Spain that define themselves as rebel cities, meaning rebel to the current austerity agenda, the current austerity policy, and the corruption of the political elite, got into power. And so in the government right now in Spain, the majority of the people in the government are non-professional politicians. They're citizens coming from popular movements and putting forward an agenda that is an agenda really for the people and together with the people, with the process of radical democracy. So she nominated myself to come from London, where I was working in June, this June. So it's just 6 months that I'm there.
with a pretty clear but very ambitious task, which is basically creating an alternative policy to the neoliberal smart city, and say what would a non-neoliberal smart city policy look like. Now, I think this question clearly it is like a broader question that doesn't only concern with technology policy or digital policy, and but the core of this question still has to say with what also was said before, which is basically how do you, which is the mission of the Barcelona government now, which is basically how do you turn the public institution and the public sector and the government into an instrument for the people. And this is basically how do you make it work for the people, and how you do that involving citizens in the process. So basically bringing this kind of radical participation and radical democracy into the core of what government do. So now this is a big task because we know that the public sector is not designed to serve the people, and that because we had 30 years of neoliberal reform that made the public sector pretty useless when it comes to work for citizens, because you know you have large interest, and basically the public sector is designed and regulation and laws and many of the mechanisms to devolve power to this particular interest instead of devolving power to the citizens. So it is a pretty complex thing to do. Now, when it comes to the like the smart city, when I got there, Barcelona was the avant-garde of the smart city. So basically, you know, we've been like looking at big posters where basically Barcelona and the smart city were are one thing, right? And these big posters where Barcelona is the smart city always had some kind of big corporation, high-tech corporation logo. In the case of Barcelona, Cisco. That was like Cisco, and Cisco is smart, Barcelona is smart, Barcelona is a smart city. And so basically this, and also Barcelona is really high-tech city at this point because we host the Smart City Expo, which is the biggest conference about smart city in the world at this point. And we also host the World Mobile Congress, which is another very important conference for the mobile technology operators and all the technology firms. So we really kind of Barcelona, the capital of this vision, which put the, which I would just define, I mean, without even referring to the creative class and entrepreneurial city, just the pitch of the technology sector. Technology sector meaning vendor push, technology vendors, which are telecom operators, cloud companies, system integrators, all the technology players, to solve very big social complex problems with their technological solutions. When it comes to the smart city, this is pretty problematic because basically you're not just bringing technology in the government. I mean, we're used to that. I mean, this happened like a long time ago. Lots of public administration and governments are run by systems that are operated by large corporations, usually with a vendor lock-in that's very problematic for governments, from Microsoft or IBM, or the kind of technology companies that usually run governments. But in the case of the smart city, really the push was to the infrastructure level. So basically running services and public infrastructure, so transportation, energy, water, and many, like many other services of the city, through technology. So basically technology would just do it better. The important thing is deploying ICT into the fabric of the city, and then clearly coupling this ICT push with the neoliberal policies of, you know, financialization of infrastructure and public-private partnership to fund public infrastructure and the privatization of services. So the combination of the two things, it's what we can define, I think, the smart city. And clearly, because governments were left with more and more kind of financial crisis and in debt,
They couldn't afford anymore to provide public services and to basically provide, put forward a different model of funding public infrastructure. And so for technology companies, it was very easy, in a sense, to come there and kind of push this solution and push it as in terms of it's going to be more efficient and the city is going to run better. At the end of the day, the city has to run. Mm-hmm. And basically, yeah, the government just really didn't know how to oppose, or I mean, it was just easier to basically buy into this vision. Clearly, that's not. I mean, the result also that we are finding now in Barcelona is that, I mean, more and more that you devolve, you know, power to big technology companies to run your city, to run the government, to run the infrastructure, to run the services, and the more clearly, as the public is losing the capacity, to, for instance, own the data that the smart city produces, and to own, to aggregate the knowledge about, you know, what citizens do, about how to run public services, about infrastructure and all of that, and clearly it's basically externalizing all of this knowledge in the hands of the big corporations. So now in Barcelona, we have formulating a plan which is, let's say, going beyond the smart city. That is a plan for technological sovereignty. And why we talk about technological sovereignty is because we put at the core of the technology agenda of the city, basically, first of all, the right of the public, which means the citizens, to determine what kind of policies they want to implement. And I'm saying this because it's easier to put the technology up front and say we're gonna just lay out, you know, connectivity and sensors everywhere and data, and we're gonna just do artificial intelligence and we're gonna just predict all the services that we need and we're just gonna run more efficiently. At the end of the day, AI, connectivity and data, it's critical infrastructure of the future, so it should be, I believe, in public hands, because it will enable basically cities to run all the other services like health, like education, like mobility, like you know, energy and water, that basically that the citizens need. So that kind of technology, let's say ICT level, is a meta utility. Yes. So if you, for instance, and I mean, tell me if we have to make it shorter to go to the next, but just to make an example, if you are a city that wants to implement a radical policy for housing, and you want to say, you know, we want to have more social housing and more affordable housing, and we want to limit the effect of short-term rental, which is completely non-controlled, and which is having a very strong impact on the property market, and in a city like Barcelona, platforms like Airbnb, which basically just, you know, make demand and offer more efficient, if efficient because of their technology platform, they're having an impact on price of housing, which is like 60% higher in the last 2 or 3 years. So what do you do if you're a city that says we need affordable housing and we want to have 20,000 more social housing to give to families that have no house? Well, you enter in a fight with this kind of platform, predatory platform like Barcelona is doing. But that's clearly not enough because, I mean, in a sense, you have to be able to say, you know, we need to govern our infrastructure and we need to govern our data and our information to implement the policies that we want to implement. And that's the reverse of the smart city. Not technology push and all the basically assets in the hands of the big corporations and in the hands of the operator that will determine the business models, the financial mechanisms and the policies for you,
but basically revert that and say we have these policies, which is affordable housing, remunicipalization of energy and energy transition. We want to create more green space for our citizens. We want to create a better education system. We want to create healthcare, which is in public hands. This is our objective. What technologies do we need to do that? And how are we going to own this technology? And who is going to fund it? So this is basically reversing the smart city and say, yes, of course, we want our cities to be smart. Yes, of course, we want data-driven services and technology-led services and infrastructure. And of course, we like collective intelligence. But who is in charge? Directly answering to that, in German. In German. Also es ist ja genau die Frage, wer am Ende diese Dinge entscheidet. Und ich würde sagen, als eine übergeordnete Fragestellung, wie bekommen wir die Stadt Berlin zum Beispiel in das 21. Jahrhundert übersetzt, um eine Digitalisierung der Infrastrukturen hin, die kann man auch nur, genau die muss man beantworten, weil die Frage stellt sich jetzt. Und ich glaube auch, dass es gut ist, als eine linke Regierung da einen Zugriff zu haben. Aber für die Stadtentwicklung und die Wohnungspolitik stellt sich die Frage ja nochmal ganz anders, weil da ist es ja so, dass wir momentan eine Situation haben, wo es an ganz anderen Ecken brennt und wo wir uns eigentlich den Luxus eines smarten Stadtquartiers fast nicht leisten können, weil nicht nur, weil wir das vor allem die Mietenfrage für alle Menschen gerade klären müssen, sondern weil in dem Moment, wo ich mir den Luxus leiste, in einem bestimmten Teil der Stadt eine Digitalisierung und Aufwertung vorzunehmen, bricht das soziale Gefüge, was ohnehin schon in einem Missverhältnis ist, noch weiter auseinander. Also die Gefahr, dass die sozialräumliche Spaltung sich vertieft durch die Aufwertung, die zweifelsohne mit so einer Digitalisierung ja auch einhergeht von bestimmten Stadtquartieren, weil wir kriegen das ja nicht stadtweit gleichermaßen verteilt hin, ist es genau die spannende Frage, wie bekommen wir das austariert, weil also smarte Stadtentwicklungsprojekte erschöpfen sich ja darin, dass man ein Null-Energiehaus irgendwo hinbaut oder ein smartes Haus mit allerlei Schnickschnack, das sozusagen smarte Rauchwarnmelder, smarte Stromzähler, das alles sind jetzt so kleine technische Details, die für den gesamten Wohnungsbereich in der Bauwirtschaft gerade oder inzwischen schon länger aber erfunden werden. Also wie kann man das Smart Homing noch so ausstatten, dass die Bauwirtschaft daran wahnsinnig viel verdient und eben auch die großen Konzerne, die das natürlich flankieren. Und das ist eben genau die spannende Frage, wie bekomme ich also eine Smartness hin, eine smarte Stadtentwicklung, die aus meiner Sicht vor allem Teilhabe und Einbeziehung der Leute bedeutet und bekomme es hin, dass diese Form der privaten Stadtentwicklung in gewisser Weise abgebremst wird, weil sie eben das sozialräumliche Auseinanderdriften in der Stadt nochmal verschärft. Francesca, you were talking about technological sovereignty for your citizens in Barcelona. Can you say something? You've just been a couple of months in office now. Yeah, it's not very long, but can you already say something? Do citizens participate? Do you already have first steps of success? I think there are two different questions, right? No, I think when it comes to citizen participation, and then I would like to say something also on the kind of energy efficiency and the smartness into the urban development. When it comes to citizen participation, as I was trying to say before, which is not really just a discourse, it is a practice. In Barcelona, this is very much at the core of what this government is. And possibly because, again,
None of the people running this government are professional politicians or coming from kind of old style party, and coming from kind of popular movement and citizen movement, it is very, very important that the way that you shape policies and that you make politics is together with people. So mostly the policy that we make, also when it's about urban development or energy transition or housing or technology, really involves a large scale participation of people. Now, we also have created a digital platform for that, which is called Decidi in Barcelona. And the first big experiment of this large-scale participation of citizens was done for the planning process of the city. Not the urban planning, but the policy planning, the one that you do at the beginning of the mandate in order to plan the policies for the next 4 years. And usually these kind of processes are super boring and very bureaucratic, and usually people are just not interested because they're just like, okay, this is totally boring, and this is for not even politicians, for bureaucrats in the government. Well, this is not true. I mean, they are boring, but they are about, you know, what basically we do, which is our job there, which is spending your money, citizen money, in order to make a better city. So basically you have to be involved in how this money gets spent and in what we do with that, right? So it is an important process. So the mayor has put her face. I mean, she went around like in lots of different neighborhoods in Barcelona, actually starting from that social divide, starting from the neighborhoods that have less access, more unemployment, you know, kind of social gap, gender gap, work issues and all of that. And she started kind of like going around, and not only the mayor, there is a unit in Barcelona which is a participation and democracy and transparency unit. And basically they started this process of popular assemblies. We also have to know that clearly in Spain we had the 15 movement, there was this Indignados movement, and they love assemblies. So it was like already part of the culture of the neighbor. I don't know how it is here. Maybe for you it's much more complicated to get people in a circle outdoor to debate. Also, it's better weather, so people kind of go. No, it's easier to get people really doing assembly and deliberation and democratic decision making. But this was done very intensively, and then we used the online platform to basically pull the decisions that came from the assembly and prioritize the decisions of the citizens. And then we kind of went, you know, we selected the one that was voted from the citizens, and then we integrated the citizen proposal into the government agenda. So basically now we have a government agenda that's very much built with the people. Over 20,000 citizens that took active part, which I think is huge. I mean, I've been working in the last 3 years before coming to Barcelona on digital democracy and large-scale participation, and I think this is one of the most successful projects I saw, because really people are involved. And now we have 6 participatory processes running in parallel. So, I mean, this is, I think, a challenge. I mean, this is, I think, a great practice. It's of course a challenge, but I think the challenge goes back to the fact that public institutions are not open. They do not work for people. I mean, again, I think this is to say it that way, it seems, I mean, of course, you know, you know that when you are there, you have the first thing, which is about what do we do about corruption? What do we do for transparency? But also, what do we do to make the decision-making process different? And if citizens really participate, because when I was living in the UK, they always told me, citizens are passive. They actually really do not want to participate, right? They don't, well, I don't think that's the case, and we saw with Brexit what happens when people actually participate and have a say. But definitely this is not the case in Spain and in Barcelona, where we have people really want to take part, and then the challenge we have it there, because you can see that basically the institution really are rejecting this participation. So how do we make it possible to take decision that way? And then on the question of sovereignty, well, I mean, this conference has been a conference on algorithmic opacity or algorithmic transparency and democratizing this whole digital economy. Clearly, there is a big concentration of power when we talk about technology and data and who owns what. So
I mean, one of the ways, for instance, where you get citizens involved, and actually citizens get much more involved if it's about housing, if it's about, you know, because it's a concrete problem, if it's about, you know, their energy, you know, how can I control my energy, and, you know, how I can break the energy monopoly, because there is energy poverty, so people cannot pay their bills. You know, it's easier to mobilize for problems that seem very concrete on your daily life. It's pretty difficult for citizens to understand that data is important. You know, that data is about the citizenship of the future and the present, and that you really, I mean, that you really have to care about who owns your data, who is doing what with your data, what kind of rights you have, you know, with this data. And basically, what is also the, I mean, how do we oppose surveillance capitalism, which is clearly a big question there. So what we're doing is creating consciousness, I mean, creating a campaign about what these rights are. And our way to bring this technological sovereignty and to make it more concrete is we are talking about, and this is like me, but also the vice mayor and the mayor, she's analog, but you know, now she actually gets much more involved into technology questions, is to say we need a new deal on data. And the New Deal on Data is basically about this question of power around data and the question of citizen ownership of data, which we think is very important. And clearly the question of rights is also there. I mean, the rights here, you talk about the rights of information self-determination, which we're also using as a context, as a concept. And clearly you have privacy and data protection. But I think here we are talking about something more, which is this question of ownership of data that then will determine what kind of business model, what kind of businesses we can build in a digital economy that's not based on surveillance. And I think for cities this is a very important thing, because again, if we go back to the Airbnb example, or you can talk about Uber and so on, I mean, clearly these companies, I mean, if we, and I think this is not only a question for cities, I mean, this is a question for governments, this is a question for companies, this is a question for also small companies that need access to data in order to do their services. I mean, if we stay with this large-scale concentration of data and only few companies, because really at this point, only few companies not only have access to the relevant data about all of us and about the cities and about, you know, infrastructure and all of that, but then there are only few companies that can do AI and everything on this data. I mean, we're really gonna lose not only you know, rights as a citizen, but also we're gonna lose our capacity to formulate a future economic and industrial strategy. Because basically you're not going to be in control anymore of your economic capacity. And that's where I think, you know, it's, I mean, Europe, for instance, is a big drama on this, because we're losing a lot of ground. And I mean, this is, I think cities can play a role there, because basically we can be an intermediary between the citizens and their data by saying we guarantee specific rights, you know. I mean, we're doing this very, I add a very concrete thing, because sometimes, you know, you become very abstract talking about these things, but actually now, for instance, we're introducing in large-scale contracts that we do in public procurement, can be, you know, waste collection or lighting or bicycle path or all these big contracts. We're introducing the telephone contracts. We're introducing clauses that says, I mean, not only the now we have like a clauses in the contract that have to respect, for instance, environmental impact and labor standards and gender equality and all that kind of things, but also integrating like clauses on data ownership. Data ownership, which means all the data should stay public. And it should be privacy aware, and you should use encryption because the data belongs to the citizens. So this we're actually building in the big contracts. And this is, I think, a first step towards something that we call technological sovereignty. That sounds very interesting. would it be possible to copy something like this for Berlin, or do we have too passive citizens, as Francesca said before, that the London government thought of its citizens?
Naja, wir haben halt irgendwie ein bisschen hier noch die Debatte, sind wir dafür oder dagegen, während das, was wir haben gerade noch die Debatte darüber, sind wir dafür oder dagegen. Und während das, was du, Francesca, sagst, ist ja schon die Umdeutung. Ne? Also zu sagen, wir eignen uns den Begriff einfach an und machen das einfach das smart, was wir smart finden. Und das ist schon deutlich weiter. Berlin ist sozusagen in einer sehr autoritären Form der Politik sowieso immer noch verhangen, nach all den Jahren und auch den zahlreichen Krisen, die ja auch, wie du schon gesagt hast, überhaupt erst die Einfallstore für genau diese Form der Landnahme durch solche Konzerne sind. Also das muss man ja auch einfach ganz deutlich sagen, dass sich da so ein Feld ergossen hat, wo die einfach reingehen konnten, sagen können, wir machen jetzt hier die ganze Infrastruktur für euch. In Berlin ist es so, dass die Stadt ein Smart City Konzept hat. By the way, wir wollen die führende Smart City in Europa sein. Also wir nicht, die CDU und die SPD wollten das bisher. Das ist besonders lustig, weil es gab genau zwei Anträge an die europäischen Fördertöpfe und die sind beide gescheitert. Es ist so, dass diese Smart City Strategie von einem kleinen Club von Leuten ausgearbeitet wurde. Das hat auch im Prinzip keiner mitbekommen. Es war ein Zufall, dass es ein paar Leute mitbekommen haben. Und insofern wird es jetzt darum gehen, das alles irgendwie auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen und neu anzufangen. Also das ist tatsächlich eine ganz andere Situation. Es gibt das große Projekt Lichterfelde Süd. Da gibt es das Vorhaben eines smarten Stadtquartiers, wo es genau um die Fragen geht, die ich vorhin kurz angesprochen habe, nämlich Aufwertung und teure Wohnungen, ein sozusagen Städtebau, der eher an die autoritäre Stadtplanung um 1900 erinnert, mit den Terrain-Gesellschaften, die um Berlin drumherum sozusagen privatwirtschaftlich die Stadt erschlossen haben. Solche Dinge muss man jetzt irgendwie in eine andere Bahn lenken. Das ist, wird sich dann, die Frage wird sich dann stellen, wie kriegt man da den Hebel rumgerückt in einer ganz konkreten Situation. Und darüber hinaus wird sich die Frage für Berlin genau, also ich nehme das als Anregung jetzt mit, das ist auf jeden Fall auch für mich super interessant, was du sagst. Aber trotzdem stellt sich mir halt die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns mit all diesen eigenen Deutungen, Umdeutungen und politischen Debatten über eigene Form der Smartness, der smarten Teilhabe so zu beschäftigen, während wir gleichzeitig ja auch finanziell real abhängig sind von genau diesen Dingen, die da laufen. Also einerseits eine wahnsinnig große Anzahl an Fördergeldern, die man, Fördertöpfe, wo man Gelder beantragen kann, die bei der EU angesiedelt sind, die also genau diese Vorgaben zu Smartness im Sinne der Konzerne machen. Wo ich mich frage, verzichtet man dann auf das Geld oder gibt es andere Möglichkeiten, an das Geld ranzukommen, ohne diese Kriterien der Konzerne zu erfüllen? Mal abgesehen davon, dass man diese Kriterien auch auf EU-Ebene ändern muss. Wie kriegen wir das hin, sozusagen die konkreten Probleme in der Stadt zu fixen und zeitgleich sozusagen unsere Wunschdebatte über die Democracy, ja, als einen Gegenentwurf zu entfalten? Also das ist so ein bisschen die spannende Frage, kriegen wir das überhaupt hin, auf diesen beiden Beinen so zu stehen, weil gerade ist es so, dass wir ein unglaubliches Tableau an Problemen haben, die wir konkret schnell bewerkstelligen müssen und wo es unter Umständen, also ich sehe das schon kommen, ein Fördermittelantrag demnächst zustande kommt für Smart Project XY in Berlin, wo man dann unter anderem unter Umständen die Pille halt schlucken muss und sagen muss, ja, ist halt nicht das, was wir wollten, aber muss jetzt halt irgendwie das und das gemacht werden. Und das ist so ein bisschen die spannende Frage, wie kriegen wir das eigentlich, eine gesellschaftspolitische Debatte hin, wie kriegen wir es hin, institutionell die Dinge zu ändern und zeitgleich eine eigene Vorstellung von der Smartness umzusetzen, also praktisch zu leben als auch eine gesellschaftliche Linke. I think you might want to reply once, and then we open to the audience. Yes, yeah.
So yeah, just a few words on the question of, I mean, first of all, I think the question of priorities that you have in you know, when you are in government, maybe you have like one mandate is only 4 or 5 years, you have a lot of problems, and some of them like housing or urban development or energy might be your priorities, and you can only do a few things at the time, and you can only take a few fights at the time. I mean, this is very clear. I think that the ambitious year is not to change everything immediately, is to do, I always talk about small but irreversible changes, which is something very interesting, like how you can actually do changes that seem very small but that are irreversible, meaning that it will take a lot of effort for whoever comes later to undo what you've done. And I think this is really what we're trying to do, because I mean, if the mission is actually really transforming the public sector for the people, which I think this is what we're trying to do, you have to, I mean, be chirurgic in the way you do changes. You're not just gonna change everything. On the question of a smart city paradigm, I mean, look, I mean, in Barcelona, we will keep, I mean, hosting the Smart City Expo. We have been hosting the Smart City Expo this year. And I mean, we did introduce some small changes, but that I think made a difference. For instance, like one of the keynote was David Harvey talking about the right to the city and actually contesting the main framing of the smart city and talking about infrastructure and, you know, Trump plan of infrastructure and being very critical with what he calls technological fixes to big social problems. We did bring the question of a new deal on data and be very, very clear that we wanna like stop with surveillance capitalism. We did talk about the commons and remunicipalization of energy and water, which is at the core of the programs that we're doing. I mean, we did bring a lot of this, and the city of Barcelona Padillion, which the city that hosts the conference, instead of being super obsessed with security and surveillance, because a lot of the Smart City Expo, actually, if you go to see what these big companies sell, I mean, not all of them, but like a lot of it, it's really about preventing police, preventing policing, yeah, and like lots of surveillance technologies and security obsession. And you know, in our Padillion, it was all about radical democracy and participation and, you know, like basically technological sovereignty. So maybe also there, I mean, small, step by step, but maybe cities will start, I mean, not competing only to become like smarter, but also to become technological sovereign. And so, you know, you start establishing some kind of new paradigm in there. And then I think Berlin, I mean, we sometimes really are jealous of the tech community that you have here. I mean, the way that I'm doing my plan in Barcelona, because if you want to do something that's not like we only do big contracts for big corporations, but okay, yes, we work with the companies, and that's why we're introducing clauses in the contracts to make it you know, more sustainable and better and to do that, but how can we engage the technology community that here is like, first of all, one of the strongest that we have in Europe, that's very well aware of technological sovereignty and the rights to information determination and the question of cryptography and digital rights. How can we work and make this community the center of how the city is gonna run technology policy, you know, and laws and regulation, and how it's gonna implement it? You need that energy. I mean, you need these communities to be the leaders. I think this, I mean, this is what like we are trying to do, and I hope this is what you will try to do here. And then I think just to end, I think for me the question. I mean, I hope the hackers will be happy to. I mean, I have like I don't know, but I think so. But anyways, like just to end, I think that the important thing for me is to mark this question of technology has to be a political issue. It cannot just be a question for technocrats, it cannot just be a question for hackers or for people that care about privacy and data protection. It has to be a political question, because basically if you have a remunicipalization agenda for energy, if you have a social policy agenda on housing and all of that, this will involve the question of management of data, information, infrastructure and technology. This is part of the political debate. So I hope to, and I mean, not to speak about the economic side of it, which is clearly central. So I think that we have to really make sure that this is part of the political debate in cities and not only. Okay, thank you. So das Podium
ist offen für eure Fragen, Anmerkungen. Hier gibt es ein Mikrofon. Wenn ihr euch meldet, kommt jemand und bringt es euch. Hi, my question is to Francesca. That's why I ask in English. I liked your idea about these small irreversible steps that could be taken. And I wonder what you have described seems to be like a strategy of inscribing data and technological sovereignty in many different places in contracts, maybe code statutes of the state and public institutions and so on. So you would prefer this strategy when you compare it towards forming a new institutional body that cares of these issues. So what I had in mind would be like maybe an authority for data sovereignty, which is somehow an adjunct part of the city government of Barcelona also as a way of inscribing institutionally these aims. Or would you, so it's a question of strategy, decentralized or having this one unit maybe. This is also to Francesca. It's extremely fascinating and inspiring what you do in Barcelona, but I was hoping to hear something about the struggles that you have, because I mean, you have an inheritance, you have contracts with companies, you have EU regulations, and I was really interested in how left government deals with these problems. Okay, so on the first question, well, I think this requires a different conference to respond to that question. No, I do really think that it's, so the question of you need to basically be transversal when you work with technology and data, of course, it's like, you cannot do it otherwise, because basically, you know, the way that you have procurement, you have technology, you have data, you have also the, I mean, the impact on the kind of economic side of things, which is mostly linked to the way you procure services, and also the capacity that you build in the government in order to be able to deliver digital services and so on. This will involve all the departments, and clearly the key departments of the city hall, and then definitely the procurement one and the budget. So it's you will need to basically have institutionally, I mean organizationally, a place like a position. I think like the one, I mean, they decided to give to me in Barcelona, and then a department that works on that, but it has to be in a place where you can work across departments. So I think the best way that we saw it working is in the mayor's office, or in the vice mayor office, I mean, depending on how the city is structured. I mean, for instance, in Barcelona, we have in the vice mayor office, where is like where I work, is because the vice mayor office has a lot of different transversal departments, like international relations and like some statistics and data and other economic development and all of that. But I mean, really this requires like a deeper knowledge of what is the city organizational structure. But definitely you are going to have to intervene a lot on procurement and on this kind of contract level, because this is a big part of what governments do. And this doesn't mean that, you know, you contract everything out. I mean, of course, we are also talking about remunicipalization. But, you know, when it comes to technology, that, you know, building this kind of knowledge in-house and be able to develop some of the services internally, it's going to be very hard, in particular if you've been like the last, I don't know, 30 years, like it happened in Barcelona, externalizing a lot of these services. So we have a technology company which I supervise, which is 300 people. I mean, here we are investing a budget of around 70 million on the technology plan. And a lot of the people that are there, they used to be in the end of the 80s or 90s, like really kind of hardcore developers and technologists that like were very, very competent. And then slowly they lost a lot of competencies. So you're gonna have to, of course, like contract outside and change the procurement framework
contract and introduce this kind of clauses in the way you do contract, I mean, you're going to have to be very dynamic in the way you approach procurement. But I mean, again, this is a bigger conversation on strategies and organizational transformation when it comes to digital. I think we have to be proactive in there. I mean, I don't believe you want to passively see digitalization is happening. Yes, it is. I mean, it is. And basically, you have to be very active, I think, in shaping the way it's going and making sure that you are prepared and internally have the knowledge to lead these processes. On the question of struggles and failures as well, I mean, yes, we have a lot of big contracts that we are not going to be able to revert or take control of. I think what we're doing there, I mean, is when even in like technology space, we have a very clear guideline, for instance, in shifting the public investment into open source technologies. I mean, this we've said and we are going to do. The thing is, of course, we are still paying lots of licenses, we have lots of legacy systems, and we are still contracting a big part of the services the way we do. But you know, you start this process of transformation, and basically you start tackling some of the key priorities. I mean, in our case, we align it with the priorities of the government. So if the priorities of the government is housing, energy, and mobility, that's where we're gonna basically focus our effort. And then, you know, in this particular policies, you start aligning everything and making sure that, you know, for instance, now we're experimenting with this public and common partnership, we call it, which means basically the government has a role in the management of the services, but also involving cooperatives and third sector organization and unions and all of that, which I think you have very interesting models as well here when it comes to energy services and so on. And we are experimenting with that, and we're doing that in the energy sector. And so basically this doesn't mean that we are gonna stop the monopoly of energy, also because a lot of the competence is not in the city, I mean, it's with the government, and you will find this kind of dependencies all the time. I mean, we have on one side an emphasis on the urban agenda and the cities will solve everything and will, you know, and what was actually true is that cities have competencies that are very limited. And when you wanna change things, and like lots of the big regulation when it comes to monopolies and when it comes to sectorial regulation, the state and the European Commission and the European Union, and also when it comes to funding, have the regulatory power. So all the time you have to approach this creating coalition of cities. That's what we're doing, for instance, in Spain. And then, you know, having this kind of bottom-up pressure when it comes to the government and when it comes to European regulation. So, I mean, the answer is yes, you're gonna have a lot of failures, but you have to start this process and align in the key policies that you want to implement. And I think this is I mean, we are seeing the results like that. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Katalin. Und zwar, ich sollte das zwar eigentlich wissen, aber ich weiß es nicht, nämlich was es denn eigentlich in dem neuen Koalitionsvertrag jetzt für sozusagen Klauseln gibt zu dieser ganzen Smart City-Frage. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für alle interessant ist, aber es wäre ja auch so ein bisschen ein exemplarisches Beispiel, wie dazu sozusagen bisher die Diskussion auch mit SPD und Grünen gelaufen ist. Und dann in einem zweiten Schritt vielleicht, ob du irgendeine Chance dafür siehst, auch in den anderen Parteien Leute zu finden, mit denen man so eine Art Coalition of the Willing machen könnte, um wenigstens ansatzweise mal zu überlegen, ob jetzt in dieser Diskussion um Rekommunalisierung zum Beispiel des Stadtwerks auch solche Sachen mit reinzuschreiben, die irgendwie Daten... Ownership betreffen oder also wo du sozusagen Felder siehst, in denen das jetzt in Berlin konkret anstehen würde und vielleicht auch, ob du denkst, dass es jetzt sowohl innerhalb der Linken, aber auch mit den anderen irgendwie da vielleicht Leute gäbe, mit denen man sich für sowas einsetzen könnte. Danke. Ja, ich habe auch eine Frage an Katalin, die ein bisschen auch in die Richtung geht und zwar Barcelona schafft es irgendwie 20.000 Leute auf einer Online-Plattform zur Beteiligung zu bringen.
Und ich frage mich, woran fehlt es in Berlin, damit wir sowas auch kriegen können? Fehlt es da an technologischer Investition oder an der Plattform, die nicht da ist? Fehlt es an fehlendem politischen Willen seitens der Parteien? Fehlt es möglicherweise an der Passivität der Bürger? Und wir haben zu wenig Sonnenschein in Berlin, damit wir uns nicht draußen versammeln können. Also was bräuchte es, um sowas auch hier schaffen zu können? Was wäre da vielleicht auch eine Utopie? Und darüber hinausgehend die Frage, du hast davon gesprochen, dass es schwierig ist, sowas stadtweit zu implementieren, auch in der Frage von sozialer Kohäsion, um das nicht zu weit auseinanderzureißen, eine Digitalisierung von Stadtteilen. Wäre es da nicht als Gegenentwurf spannend, gerade Pionierprojekte, die so etwas erproben, zu pushen und auch dafür konkrete Anträge zu schreiben und zu zeigen, guckt mal, hier in diesem Rahmen geht es und wir können das skalieren? Das wären die Fragen. Ja, also ich hatte ja schon so ungefähr die Ausgangsbedingungen vorhin geschildert. Also es ist halt so, dass man eigentlich eher mit einer unambitionierten unambitionierten Smart City Bekenntnis zu tun hat, was vor allem das Argument belegt, dass es bei Smart City Strategien meistens nur darum geht, Fördertöpfe abgreifen zu können. Ich würde sagen, das ist genau der Punkt, der auf Berlin zutrifft, nämlich man schreibt da mal so eine Strategie und damit ist man dann irgendwie smart und damit kann man dann irgendwie Dinge begründen. Diese Fördergelder, Fördertöpfe, die funktionieren ja auch in so einer Logik, insofern ist das relativ übersichtlich. Und deswegen ist es aus meiner Sicht relativ schwierig, jetzt konkrete Partner dafür zu benennen. Also ich würde Partner tatsächlich dann eher genau in so einer, also mit der Perspektive zum Beispiel eben auch auf das, was Francesca gesagt hat, mit so einer Nachbarschaftsorganisierung, würde ich eher Partnerinnen darin sehen, dass man genau solche Projekte pusht. Also für mich ist völlig klar, ich werde natürlich den Chaos Computer Club treffen. Also das sind für mich dann eher so Leute, wo ich sage, mal schauen, was sie für eine Perspektive auf Smart City haben und wo die Möglichkeiten der Intervention sehen, die produktiv ist. Weil sich dagegen stellen bringt halt überhaupt gar nichts. Man muss es jetzt irgendwie auf ein anderes Gleis setzen. Das ist ziemlich übersichtlich. Und ich finde diese Form der Nachbarschaftsorganisation, oder wir haben jetzt ja auch mit dem Mietenvolksentscheid in Berlin, das war ja auch ein wahnsinnig gutes Stück, was uns viel Arbeit in den Koalitionsverhandlungen vorangebracht hat oder vorangetrieben hat, dass wir das im Rücken haben. Und da geht es ja vor allem auch um Mieterinnenrechte. Wenn wir über Mieterinnenrechte reden, dann reden wir natürlich über die Frage, wie organisieren die sich? Und da wäre natürlich genau das die spannende Frage. Wie bekommen wir die Teilhabe dann auch irgendwie ins digitale Zeitalter gehoben, dass ich irgendwie, wenn mein Kind 3 Monate alt ist, nicht irgendwie zur Mieterversammlung um die Ecke gehen muss, abends um 8, sondern natürlich zu Hause teilhaben kann und dergleichen. Also das sind ja alles so Detailfragen, die dazugehören. Insofern, wer jetzt zu Kooperationspartnern gehört, würde ich sagen, das ist noch nicht so ganz übersichtlich. Also ich sehe jetzt auch zumindest auch bei SPD und Grünen noch nicht so viele Leute, wo ich jetzt sagen würde, die sind es. Also ich weiß, dass die Grünen dazu auch mal eine Konferenz gemacht haben, aber die war auch ähnlich unambitioniert, um das mal deutlich zu sagen. Also es ist irgendwie, stehen da alle noch ein bisschen am Anfang und man merkt es ja auch, diese Smart-City-Debatte, da tappen halt auch viele noch im Dunkeln und sagen, naja, irgendwie wird es schon okay sein und gucken wir mal, was wir daraus machen. Im Koalitionsvertrag hat man sich zu der Formulierung hinreißen lassen, einer der Architekten sitzt auch hier im Raum, dass wir Smart-City-Strategien überarbeiten wollen, dass wir diese Strategie überarbeiten wollen, sie aber vor allem mit der Beteiligung der Menschen bearbeiten wollen. Also irgendwie schön blumig, offen und natürlich auch das, was sie momentan ist, sie ist nichtssagend. Und man muss jetzt einfach wirklich die entscheidenden Gremien völlig neu aufstellen und im Prinzip die Architektur dahinter verändern, um irgendwie die Smartness in eine andere Richtung zu leiten.
woran fehlt es, was braucht es? Ja, es fehlt halt einfach an der, würde ich sagen, auch von, das hat ja Francesca so schön gesagt, ich hoffe, ihr macht das. Also ich finde das total gut, dass es so ein Plädoyer gibt, weil im Ernst, es ist auch oft so, dass wir gerade in ganz anderen Problemen versinken und man immer denkt, auch komm, diese Digitalisierungsdebatte, die führen wir jetzt nicht auch noch. Und das ist natürlich ein Problem, weil eigentlich ist es ja der ideale Zeitpunkt. Also alle Brücken, alle Straßen, alles ist marode. Also wenn man jetzt schon hier irgendwie alles sanieren muss, dann kann man es ja wenigstens so sanieren, dass es irgendwie gleich mal in der Zukunft, also es irgendwie zukunftsfähig ist. Insofern finde ich das Plädoyer gut, auch wenn man dann immer noch mal denkt, jetzt wird der Rucksack noch voller. Aber genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung, sich genau dieser Frage so zu stellen. Und auch wenn wir gesagt haben, wir wollen anders regieren, wir wollen regieren in der Stadt mit den Menschen und wir wollen das, was wir als Opposition gemacht haben, nämlich mit den Leuten zu reden, by the way, nicht immer gemacht haben, aber irgendwann dann wieder gelernt haben zu machen, dass wir das fortführen und dass wir eine Regierung machen mit den Menschen. Und das ist ja ein bisschen auch die Idee, die, also wenn ich sage, wir orientieren uns eigentlich an dem Recht auf Stadtkonzept oder in den Rebel Cities oder der Frage, wie können wir, also die Menschen, die tagtäglich die Stadt produzieren, in die Regierung einer Stadt einbeziehen, dann ist das irgendwie theoretisch erstmal übersichtlich, aber praktisch wird es ganz schön kompliziert. Und dann geht es genau um die spannende Frage, macht man ein Stadtforum von unten, organisiert man überall Plattformen, auf denen die Menschen die reale Möglichkeit haben, die Stadt mitzuregieren. Und daran fehlt es komplett. Und deswegen muss man das jetzt auch dann mit genau der Perspektive auf digitale Teilhabe ins Leben rufen. Und ja, ich würde sagen, frei nach Lefebvre könnte man schon sagen, Demokratisierung der Stadtproduktion im digitalen Zeitalter, das wäre jetzt so ein bisschen das, was es auf jeden Fall erstmal anzustoßen geht, weil wir sind da einfach irgendwie im Nichts leider. Ja. Ja, da hinten einmal noch. Ja, auch wenn es nicht primär ein Statement jetzt zu Digital Democracy in Berlin ist, ist ja im Grunde ist es ja eine Notlage, also jeder hält an seine Wohnung fest. Es werden in den nächsten absehbaren Zeiträumen etwa höchstens ein Sechstel der Wohnungen gebaut, die gebraucht würden erstmal in bestimmten Sektoren, Hartz IV, Grundrente, ist die Situation, wer seine Wohnung verliert, der ist obdachlos, also er hat erstmal gar nichts, er kriegt von den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften die Antwort, dass wir bieten in dem Segment überhaupt nichts mehr an, vielleicht bauen wir mal ein paar Jahren und so. Vielleicht sollte man, es geht also mehr um eine Quantität überhaupt erstmal zu schaffen, anstatt, und die kann man dann, wenn man möchte, vielleicht noch qualitativ ausstatten, aber wäre es nicht sinnvoll, dass die Linkspartei vielleicht in diesem Sinne irgendwie einen neuen Slogan entwickelt, also statt der Menschen oder City of Democracy oder sowas irgendwie in der Art. Ja, also das geht nicht primär um, und das scheint doch eher so wie so ein bisschen dann, ja, Luxusprojekt ist diese Digital Democracy in dem Sinne. Ich habe es ganz schlecht verstanden, weil die Akustik hier so unglaublich ist. Ich habe verstanden, es soll um die Idee eines Konzeptes der Democracy gehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, angesichts der Situation, dass man eben 40.000 Leute pro Jahr Zuwanderung hat und 20.000 Wohnungen in 3 Jahren baut höchstens, also irgendwie ein Sechstel oder so insgesamt der Wohnungen, die gebraucht wurden, in absehbaren nächsten Jahrzehnten höchstens entstehen. Die viele Leute, die in Wohnungen wohnen, fallen da gar nicht drunter. Sind wir ja quasi in einer quantitativen Notlage und vielleicht sollte die Linkspartei erstmal überhaupt die Stadt der Menschen oder auch ein paar Slogans in diese Richtung entwerfen, dass sie sagt erstmal City of Democracy, Stadt der Menschen, Stadt für die Menschen oder also dieses, das geht jetzt nicht primär um ein Statement eben zu
schön, um dieses qualitative Niveau zu erreichen, aber es ging doch wirklich jetzt mehr um ganz andere Dinge, ja eben, also erstmal überhaupt erstmal Wohnraum zu schaffen und überhaupt, also vielleicht sollte man auch richtig einen städtischen sozialen Sektor schaffen, Wohnungsbaugesellschaften, ja, die man mal verkauft hat oder so, sowas wie früher GSW, die sich ja extrem neoliberal gebärdet jetzt oder solche Dinge, ja, ja. Und eben erstmal vielleicht das Ganze mit einem neuen Etikett auch versehen, einem Gegenetikett versehen gegen ja, solche Projekte. Also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ich empfehle wirklich mal einen Blick in den Koalitionsvertrag. Der ist nicht nur lang, sondern da gibt es auch viele konkrete Projekte, die sehr, also gerade im Bereich der Wohnungspolitik auch solche Sachen aufmachen. Plus wahr ist natürlich auch, dass die soziale Notlage in der Stadt ein Großprojekt für viele, viele, viele Jahre ist, um das anzugehen. Aber jetzt für die Frage, also um jetzt mal den, quasi die Brücke zu bauen und jetzt nicht, bitte nicht über den Koalitionsvertrag zu diskutieren, wäre die Frage zum Beispiel zur Smart City. Wir haben ja die Situation, dass wir über das Mietrecht auf Bundesebene eine Umlagefähigkeit für energetische Modernisierung haben. Also wir haben die Situation, dass im Namen der Klimagerechtigkeit überall die Häuser gedämmt werden und die Kosten dafür sind zu 11% auf die Jahresmiete umlegbar. Das wiederum sorgt dafür, dass erstens Konzerne, Wohnungskonzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen das schamlos ausnutzen und die Leute aus den Häusern schmeißen. Und das sorgt eben auch dafür, dass überhaupt nicht sinnvoll über energetische Modernisierung nachgedacht wird. Das wird aber im nächsten Schritt wahrscheinlich, so sind meine Prognosen, dafür sorgen, dass wenn Vermieter smarte Rauchwarnmelder oder Stromzähler oder was auch immer Smartes einbauen, auch das umlagefähig sein wird. Und ich möchte einfach nur, dass wir darüber diskutieren, dass wir eigentlich vor einer neuen Rendite Episode stehen, die halt insbesondere, weil Berlin ein Mietmarkt ist und eben kein Eigenheimmarkt, eine ganz besondere Brisanz hat, wenn wir uns vor Augen führen, dass jetzt neue Technologien in Mietwohnungen eingebaut werden, die alle komplett wieder auf die Miete umgelegt werden und die Leute, die jetzt schon alle ihre Miete nicht mehr zahlen können, noch mehr bezahlen müssen. Und da ist eben eine Festlegung, wo wir auch das Bundesrecht in gewisser Weise unterlaufen, dass für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften energetische Modernisierungsmaßnahmen nur noch zu 6% umlagefähig sind. Das ist immer noch zu viel, zugegebenermaßen, aber eben auch nur so lange, bis sich die Maßnahme amortisiert hat. Und das ist, sind Dinge, die müssen wir ganz konkret jenseits von Demokratiefragen, also obwohl es ist ja eine Demokratiefrage, also wenn ich meine Miete nicht mehr zahlen kann, ist es wirklich eine Frage der Teilhabe der Sozialen. Insofern sind das Dinge, die wir einfach, wenn wir über Smart City reden, ganz klar auf dem Schirm haben müssen, dass das uns ereilt und wie wir damit umgehen und wie wir das praktisch, das Problem gelöst bekommen. Aber über Democracy City sollten wir auf jeden Fall auch reden. Okay, ich habe das Gefühl, dass es gerade keine brennenden Fragen mehr gibt. So I'll give a last word to Francesca, because I have the feeling you still want to answer to this. To what Kathleen said before, and then we can finish up. Close. Yeah. One point on this, I totally agree with this. Actually, in Barcelona, we have a very clear example on that kind of focus on affordable housing, and it's the core of the policy of the government currently. And actually, we do have a lot of issues with companies like Airbnb. I mean, if you read the newspapers and you now Google Barcelona Airbnb, you will probably find this kind of war on Airbnb from Barcelona and all of that. I mean, clearly this is not, I mean, Airbnb is not really the direction of, it's not really the problem, but it's causing a problem, you know? And the problem is that basically people cannot anymore live in the center of Barcelona or cannot have a house and cannot have access to affordable housing. And basically we know that these kind of companies, they don't pay taxes here. They are illegal in terms of, you know, they're not registered on the kind of public registry, for instance. Like in Barcelona, lots of these short-term rental apartments are not basically
following the local regulation, and it's very, very hard, of course, to say, you know, the problem is not the person that's putting the apartment on Airbnb because they need a little bit of money, they want to share their home in order to survive in a moment where basically jobs are not there and you cannot get until the end of the month. But the problem is that basically this kind of business models and these companies, which are backed by big investment banks and they're very speculative, they are creating a real problem in the property market. And basically, if you want to have this kind of public policies where you want to have more social housing and build more affordable housing or find banks like we're doing in Barcelona that are keeping houses empty and ask Airbnb and the banks to devolve the surplus to social housing for affordable housing. Basically, I mean, this is the critical policies, and actually technology affects a lot of these policies. That's what we're trying to say. So clearly the objective is affordable housing. It's not the technology, but you know, a company like Airbnb is a platform, and what they do is they gather all this data and they make it so easy for people to rent their apartment that, you know, for us it's very, very hard to control the price. We don't have the ability anymore to control the price of the market, and so to shape the market as well. And that's why, you know, we're really working a lot also on kind of replicating this. I mean, we're talking a municipal Airbnb now, we are creating an index of prices. We are also, I mean, we are starting really using the same tools that these companies use in order to be able to implement the policy we want to implement. But I think that's where, you know, the coalition of cities need to happen. I mean, that's where these kind of problems, where I think, you know, you have tourism, you have urban development, affordable housing, a new urban model, that's the stake. I mean, that's where cities have to collaborate. I mean, that Barcelona and Berlin, and you know, we are talking with like US cities that now are regulating Airbnb in a much harder way, starting from New York, where there is a mayor that also comes from the housing struggle. And that's where the coalition of cities can really make a difference vis-a-vis these big corporations that basically don't obey to law, to regulation, they don't pay taxes, and they are creating, I mean, really a huge problem for implementing in these progressive policies. So that's, I think, where I see the real strength of the cities coming together. And I mean, just to a final word on this, I mean, I think you have to be aware that when we talk about smart cities, I mean, the German technology companies are the ones that are more proactive. So, you know, it's like it's Siemens, it's Bosch, it's the big German technology manufacturers, which have a lot of interest, and I mean that also have a lot of interest, for instance, when it comes to trade regulation, that also have the like have a very, very clear the question of free flow of data, like TTIP, and I mean this is a lot of like kind of German interest that's pushing this kind of policies, and so I think it is very important to actually start this debate here. Because you know, when you have these companies that are pushing this agenda, and these are like German companies, and I mean the problem is not only gonna be, you know, technological sovereignty, it's gonna be automation of jobs. I mean, this is the huge problem of the industry 4.0 strategies, that it's not automating jobs in key sectors. So you're gonna have much more issues that need to be debated, and I think Germany is the perfect place because a lot of these policies are actually pushed because of the German interests. Yep, das ist der Punkt. One more urgent question. Shall I ask in English? Okay. The European headquarters of Airbnb is in the inner city of Barcelona, just a couple of hundred meters away from where Ada Colau is working. Did Ada Colau ever meet somebody from European management of Airbnb, or do you say that it's worthless anyway because these are matters that are being regulated on the market or by laws, and there's no use in Ada Colau talking to Airbnb management?
No. We are talking to Airbnb. The thing is that the talks are not very nice at this point. I mean, I have to say, like, we have lots of conversation with Airbnb. Is that basically, you know, Barcelona has a very clear policy when it comes to affordable housing and housing rights. You know, it's one of the fundamental policies that we're doing, and Airbnb is conflicting because basically, as what I was trying to say, you know, the way that they run their platform, I mean, the way that basically Barcelona's price of housing has increased 60% in the last like couple of years. It's really turning into this big speculative model, and basically we are just asking Airbnb to basically comply with the local regulation, and for them this is problematic, and for us it's very difficult to make sure that once you have a local regulation in place that this company actually implement it. I mean, the thing is, how do you inspect the apartments? You know, how do you make sure that they actually stick with the local regulation? And they don't. So the question is, you know, how do we aggregate the power to make sure that we start, you know, negotiating with these companies in a way that, you know, it's going to be clear that if they want to do business, and of course they want to do business, and if they, you know, if they want to operate in a specific place, they have to comply with the local regulation. I mean, I think this is what we can do, and this is of course not easy. But when it starts to be Barcelona and Seattle and New York and Berlin and Amsterdam and more cities, clearly they will start listening. Ich hätte dazu noch eine Ergänzung. Francesca, something to you. Ich kann es nur in Deutsch sagen. Ich will. May you take it? Also das zu dem, was du gerade gesagt hast, jetzt bezogen auf Berlin nochmal, der unwitzigste Witz des Tages ist ja bezogen auf Airbnb und die Kontrolle der Ferienwohnungen, dass das, wenn wir jetzt hier schon über Digitalisierung und die Daten reden, die Nachverfolgung von Ferienwohnungen in Berlin ja deswegen so schwierig ist, weil es um Datenschutz geht. Also wenn wir jetzt hier schon, nee, also das Personal fehlt auch. Aber es gab eine große Debatte, weil in einem Bezirk in Mitte damals angeregt wurde, man müsse doch jetzt eigentlich hier mal nur die Internetplattform durchsuchen und dann dahin gehen. Und man wollte dann sozusagen ein Programm entwerfen, welches selbstständig die ganzen Angebote von allen Plattformen rausfiltert. Und da hat eine Rechtsprüfung, wie das ja immer so schön ist, ergeben, dass das nicht möglich ist aufgrund des Datenschutzes. Und wenn wir jetzt, also ich will nur mal sagen, der Witz an der Geschichte, der total unwitzig ist, ist einfach, wenn wir jetzt hier heute auf dieser Konferenz über die Frage von Airbnb und Nachverfolgung von Ferienwohnen reden, dann ist genau das Problem irrerweise. Und wir, die ja immer sagen, hier die Daten sollen nicht den Konzernen gehören und wir wollen Zugriff darauf haben, sollen irgendwie zugänglich sein und dergleichen, haben genau an der Stelle das Problem, dass wir eben an die Daten, die wir so dringend bräuchten, wir wissen nur ungefähr, dass es in Berlin 24.000 Ferienwohnungen gibt. Das ist eine Schätzung, eine konservative Schätzung. Das heißt, wir können von viel mehr ausgehen. Das beantwortet im Übrigen auch die Frage des sozialen Wohnungsbaus. Wir haben einen Haufen Wohnraum, den wir einfach nur reaktivieren müssen. Und genau das gilt halt für die Städte weltweit. Und insofern wird diese Datenfrage eine schöne Schnittstelle für all die Themen, die heute besprochen wurden, tatsächlich sein. We take one last question because I see that you really want to ask it, and then we really finish and have dinner. Ja, zu dem Thema Ferienwohnung habe ich eine direkte Ergänzung. Es gab ja da ein Rechtsgutachten dann von Mitte, genau. Und daraufhin wurden ja gab es ja so eine Untersuchung, wo Ferienwohnungen gespidert worden sind, also von allen Plattformen. Und das hat meines Wissens keine rechtlichen Folgen gehabt. Also es könnte auch jederzeit wieder gemacht werden. Es würde also überhaupt nichts dagegen sprechen, ein System aufzusetzen, wie Francesca das auch selbst aus Barcelona berichtet, wenn ich das richtig sehe, was eben das alles monitort. Also es wäre eigentlich was jetzt passieren könnte.
weil es schon mal gemacht wurde. Und meiner Meinung nach hatte Stefan von Dassel damals ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, was eben belegt hat, dass das also nicht den Datenschutz betrifft, oder zumindest war das diese Auffassung, hat dann auf dieser Grundlage diese Untersuchung durchgeführt, die dann auch in der Presse sehr breit besprochen worden war und dazu geführt hat, dass mehr InspektorInnen eingestellt worden sind, und das könnte ja eigentlich jetzt eine Fortsetzung haben. Also ich kenne es genau andersrum, dass es aufgrund der Datenschutzfragen eben dann nicht weiter durchgeführt werden konnte, aber das müssen wir halt an anderer Stelle nochmal klären. Mhm. Fakt ist, man muss ran an diese Ferienwohnung, und dieser Plattformkapitalismus ist halt genau die spannende Verbindung von diesen ganzen Digitalisierungsfragen, neue Arbeit und wie verändert sich die Stadt, und das ist halt mega unsmart eigentlich, wenn man sich das konkret überlegt, was es für die Menschen bedeutet, und insofern muss man da auf jeden Fall rankommen. Also diese Konklusion ist, glaube ich, ziemlich klar. Okay, vielen Dank. Dann danke ich euch beiden. Thank you very much.